Wunderschönen guten Morgen. Wir haben in Systeme im Labor die letzten Stunden etwas programmiert. Und zwar ist da immer irgendwo um etwas um Redundanz gegangen, gell? Und haben da Codierung gemacht, gell? Und haben da eben vor allem für rund um Fehler etwas programmiert. Gell? Also Fehlererkennung haben wir zuerst gemacht, gell? Mit der Parität. Dann haben wir Fehlerkorrektur gemacht, haben wir da dieses 2 aus 3 und dann auch diese Hamming-Codierung gemacht. Wir wollen jetzt noch eines machen, und zwar wollen wir etwas zur Verschlüsselung machen. Also die Verschlüsselung, das ist eine aufregende Geschichte. Ja. Und diese Verschlüsselung, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und wir wollen jetzt ja, sehr, sehr einfache machen, und zwar eine mit XOR. Also die ist zwar praktisch nicht so gut umzusetzen, weil man ja sowohl der Sender als auch der Empfänger müssen den Schlüssel schon haben, gell? Also müsste man dafür sorgen, dass eben der Schlüssel schon vor der Übertragung zum Empfänger kommt, gell? Aber nichtsdestotrotz ist es recht interessant anzuschauen, wie das funktioniert. Und zwar, was machen wir da mit XOR? Das ist wie in der Telekommunikation des XOR, gell? Und zwar funktioniert das auch bitweise, gell? Okay, also wenn wir das mal anschauen, das XOR ist eine Verknüpfung, gell? So eine boolsche Verknüpfung, und zwar ist das immer 1, wenn die zwei Bits, die wir verschlüsseln, verschieden sind, gell? Also wenn wir hier entweder das eine oder das andere auf 1 haben, aber nicht beide. Also kommt zum Schluss was raus, ist kontrolliert, ob die beiden Eingänge verschieden sind. Wenn sie verschieden sind, dann ist die Antwort 1. Gell? Wenn sie gleich sind, dann ist die Antwort 0. Das ist XOR. Gell? So, jetzt könnte man das zwar bitweise da machen, gell? Aber wir machen das byteweise. Gell? Und zwar, wir geben da ein ganzes Byte jeweils mit einem anderen Byte Stelle für Stelle Bit für Bit dann verknüpfen. Gell? Also 0xor0 ist 0, 0xor0 ist wieder 0, 0xor0 ist wieder 0. 1xor1 ist dann wieder 0. Die sind gleich 1xor1 und dann beginnt hier eine ganze Reihe. Gell? Also 001 und unten steht 110. Gell? Die sind jetzt verschieden, deswegen kommt hier 111. Und ganz vorn steht 1xor1, das ist gleich, also 0. Ja. Ja, wie kann man das jetzt zur Verschlüsselung benutzen? Wenn man zweimal xor verschlüsselt mit dem gleichen Schlüssel, dann kommt wieder das gleiche raus. Gell? Wenn wir also haben, ja, 0xor und jetzt haben wir den Schlüssel 0, kommt 0. Wenn wir das nochmal mit dem Schlüssel 0 verknüpfen, dann kommt wieder 0. Wenn wir irgendetwas haben, ja, 1 und dann Schlüssel 0 kommt 1 heraus und dann nochmal mit 0 verschlüsselt, kommt wieder 1 heraus. Also ändert die 0 es nicht. Hingegen die 1 macht folgendes. 0 XOR 1 gibt 1. Wenn wir das wieder mit 1 XOR verknüpfen, kommt wieder 0 heraus, weil 1 XOR 1, der Schlüssel, ist dann wieder 0. Und wenn wir hingegen 1xor1 haben, kommt 0 heraus. Und wenn wir das jetzt nochmal mit 1 verschlüsseln, dann kommt wieder eine 1 heraus. Gell? Das, was wir am Ursprung hatten. Und das ist die Idee. Wenn man etwas zweimal mit demselben Schlüssel xor verknüpft, dann kommt wieder der ursprüngliche Wert heraus. Gell? So, schauen wir da mal kurz. Und zwar, ja, das ist ein bisschen größer. Also hier haben wir ganz ein einfaches XOR. Also, okay. Wir haben hier ein Datenbyte, geil, oder eigentlich einen ganzen Integer, nicht nur ein Byte, und dann einen Schlüssel. Geil, wichtig ist, dass sie den gleichen Typ haben, also sind sie auch gleich groß. Geil, also wenn sie gleich groß sind, dann kann man das XOR verknüpfen. Und zwar ist das dann eine solche bitweise XOR-Verknüpfung. Und was mache ich hier? Also wir gehen das mal einlesen. Gell? Einmal Daten-Integer und einmal den Schlüssel XOR.
Und jetzt, ja, geben wir das Datum aus, kommt hoffentlich das raus, was wir reingeben haben. Und dann geben wir das XOR verknüpfen. Das Datum, XOR, Schlüssel. Was kommt denn raus? Geil, das, was wir dann sehen werden, also die Verschlüsselung. Und wenn wir das jetzt, Datum, XOR, Schlüssel, nochmal XOR, Schlüssel machen, da schauen wir, was dann rauskommt. Geil, also Datum, XOR, Schlüssel und dann nochmal XOR, Schlüssel. Probieren wir es mal. Also, make, geil, also er make und dann gehen wir das ausführen. Okay, Datum, was geben wir ein? Geben wir rein 100, was weiß ich, 1234, Schlüssel, nehmen wir einen anderen Schlüssel, irgendetwas, 654. So, also wenn wir es verschlüsseln, 1234, XOR verknüpft mit 654, rechnet er 1628 als Ergebnis. Wenn wir es dann nochmal mit XOR verschlüsseln, kommt wieder 1234. Gell? Wenn wir also eine verschlüsselte Daten übertragen, gell, dann sollen sie nicht lesbar sein. Und zum Schluss gehen wir sie wieder mit dem Schlüssel öffnen, gell, und es kommt wieder der ursprüngliche Wert heraus. Jetzt ja, mag das zwar sehr nett sein, das Problem ist aber, wenn wir da so einen einfachen Schlüssel haben, gell, so einen einfachen Integer, dann könnte jemand sagen, ja, das ist ja kein Problem. Jemand spielt Verstecken und ich probiere alle Integers aus und dann kann ich so übertragene Daten ja schon wieder finden, gell, weil alle Integers, das wären ja 4 Milliarden, lasse ich zwar ein bisschen rechnen, aber irgendwann finde ich das schon, gell. Aber stellt euch mal vor, die Verschlüsselung erfolgt nicht mit einem Integer, sondern es wird mit einem ganzen Block von Daten verschlüsselt. Oder es wird eine Verschlüsselungsdatei verwendet. Das heißt, wenn wir eine Datei übertragen wollen, dann gehen wir sie Byte für Byte mit den Daten in einer anderen Datei XOR verknüpfen und dann erhalten wir eine neue Datei, die eben alle Werte XOR verschlüsselt hat und zwar Byte für Byte jeweils mit einem anderen Schlüssel. Und was müssen wir dann machen, um das wieder zu dechiffrieren, um das dann ja, wieder lesen zu können? Dazu müssen wir das nochmal mit der gleichen Datei Byte für Byte XOR verknüpfen. Das heißt also, der Sender und der Empfänger, die müssen die gleiche Schlüsseldatei haben. Und ja, das Prinzip wäre, dass also die Schlüsseldatei größer ist als die zur versendenden Datei, gell? Ist zwar toll, gell, aber wir könnten auch sagen, wenn der Schlüssel, ich sagen wir mal, ja, 1 Megabyte große Datei darstellt mit zufälligen Inhalten und wenn wir das also zum Verschlüsseln nehmen und dann diese, ja, wenn unsere Daten größer sind als das 1 Mega, dann beginnen wir beim Schlüssel einfach wieder von vorn, dann wiederholen wir den Schlüssel. Aber wenn wir 1 Megabyte Daten haben und die gehen wir dann verschlüsseln, gell, und dann, ja, dann kann einer schon lang probieren, bis er die alle durchprobiert hat, bis er etwas Sinnvolles dann gefunden hat, gell. Ja, und das wollen wir programmieren, gell. Also wir wollen, dass wir eine Datei verschlüsseln, gell, und dann verschlüsseln, zwar XOR verschlüsseln und dann diese Verschlüsselung, die könnte man dann ja, übertragen, gell? Und dann können wir sie wieder aufmachen. Gell? Also die Idee ist immer die, gell? Also wir haben dann eine Datei, gell? Die können wir immer den Generator zum Beispiel nehmen, gell? Wir gehen sie dann verschlüsseln, gell? Und dann zwar mit diesem XOR, dann gehen wir das. Ja, na, Fehler, Teufel, können wir nicht einbauen, weil die Verschlüsselung keine Korrektur hat. Und wir gehen es dekodieren, gell? Okay, also Generator, kodieren, dekodieren. Die Schritte sind dann gleich und dann kommt etwas heraus, was wieder das Original ist, gell? Und ja, bei unseren anderen Beispielen, da mit Parität und Hamming, dort war es wichtig, dass wir hier Nullen und Einsen hatten, weil der Algorithmus so ist. Bei dieser XOR-Verschlüsselung, gell, können wir ganz beliebige Dateien nehmen. Gell, also es muss nicht 0 oder 1 sein. Ja, viel Erfolg!